Willkommen zurück zu Call of Duty Mosh Pit, dieses Mal mit Advanced Warfare. Hatte mehr Stimmen als Black Ops 3 und Modern Warfare Remastered. Nächstes Mal kommt dann Black Ops 3. Und wir gucken uns erstmal den Klasseneditor an, was es so alles gibt. Ach, die Ball, stimmt ja. Ist das die Diamanttarnung? War die nicht super easy zu bekommen? Für diese Waffe ab, ja. Ja, hier war die Diamant sehr, sehr leicht und königlich war quasi die Diamant. Tarnung. Richtig. Ja, und hier sind ganz viele runterladbare Sachen. Ohne Lootboxen. Die kann man sich so kaufen, ja. Ist ja interessant. Das sollten sie in Black Ops 4 auch machen, damit man gezielt sich eine Tarnung kaufen kann. Hier gucken wir uns mal ganz kurz an. Ach nee, komm. Ist doch Quatsch. So, was gibt es denn alles an Waffen? Es gibt eine Lever Action. Okay, eine M1 Garand. Die hatte ich mal gezogen. M16, AK, STG. AE4, das war die DLC-Waffe vom ersten DLC, glaube ich. Ja, klassische Waffe. Ich würde ganz gerne AK spielen, aber ich kann ja nicht ziehen, ne? Gut. Hier haben wir jetzt eine AK, okay. Gut, es gibt anscheinend doch noch eine AK, habe ich ganz vergessen. MP40, eine Sten gibt es auch. Repulsor, okay. Und die habe ich einfach nicht freigeschaltet. Die soll aber sehr, sehr gut sein. Gut. Ich würde einfach mal sagen, wir spielen einmal mit der ARX. Die war nämlich auch recht gut. Hier gibt es noch eine SVO. Eine Donnerbüchse, die habe ich auch schon mal gesehen. Die Amelie war scheiße. Nee, die EPM war scheiße. Stimmt, die Amelie war noch geil. Und hier gibt es noch einen Irons. Ah ja, na gut. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir suchen mal ein Spiel. klassisch. Nee, wir spielen natürlich standardmäßig mal Team Deathmatch. Mal gucken, was so geht. Keine Spiele gefunden. Das ist natürlich jetzt scheiße. Oh, und wird nach einer neuen Lobby gesucht? Ja. Es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus für Call of Duty. Oh, okay, jetzt. Ja, okay. Also ich glaube, der Advanced Warfare ist tot. Weswegen ich dieses Call of Duty wahrscheinlich danach nicht mehr weiterspielen werde. WW2 hatte ich richtig Spaß mit. Hat Bock gemacht. Meine gesamte Beute war auch nicht wirklich der Burner. Ich habe das 2 Monate gespielt. Und danach war Ende. Oh Mann, ey, nein. Hör auf. So, danke. Alter. Boah. Was zur Hölle? Ah, was war das denn? Wahrscheinlich für den Exo-Zombie-Modus. Defender, das ist eine coole Map. Allgemein, ich muss sagen, die Maps bei Advanced Warfare waren relativ cool. Da kenne ich jetzt eigentlich keine Map, ja, vielleicht eine, die nicht so mein Geschmack war. Das Problem waren nur die Waffen damals. Ich bin immer so einer, ich möchte jede Waffe spielen. Ich möchte jede Waffe am besten auf Gold haben. Das meiste, wo ich gespielt habe, war bei Black Ops 3. Da habe ich, ja, jetzt könnt ihr mich aussachen, 6 Waffen auf Gold. Das ist nicht wirklich viel, ich weiß. Aber es ist in dem Fall sehr viel. Da. Team Deathmatch. Da ich ja nicht nur Call of Duty spiele. Die Leute, die nur Call of Duty spielen, für die ist das natürlich wenig. Aber da ich ja noch alles andere spiele, wie Dark Souls und sowas. Katze ist ja durchgeschnitten hier. Geil. Ach, so ging das Jumpen. Wir haben den Vorteil errungen. Das ist eine Dreischusswaffe. Warum ist das eine Dreischusswaffe? Ich habe einen Scheidämpfer drauf. Hm,
Probieren wir die da mal aus, die M1 Garand. Wir haben den Vorteil verloren. Wir haben die Kontrolle. Wir haben die Führung verloren. Okay, das Ziel ist verdammt komisch gerade. Wow. Host-Migration. Bitte, lass das in Call of Duty Black Ops 4 aufhören. Ich meine, wie sollt ihr denn sonst den Blackout-Modus machen? Okay, das war schlecht. Wie wollt ihr den Blackout-Modus machen, wenn ihr Hosts habt? Das habe ich womöglich verdient. Mann, stirb! Das Spiel ist verdammt laut. Jetzt leiser? Ein bisschen ist es leiser, ja. Es ist viel zu laut gewesen, finde ich. So. Oh Mann. So. Der ist auch weg. Nein, 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 nein. Wie ist denn die eigentlich so? Okay, da war ich ein bisschen zu weit oben. Unsere Drohne ist online. Nein! Ach, schade. Wir sollten mal eine andere Waffe ausprobieren. Nehmen wir doch mal dann die... Nehmen wir einfach mal die AK. Also ich muss sagen, das Call of Duty ist eigentlich ganz spaßig. Das Problem ist halt nur, es ist tot. Es ist komplett tot. Ja, also, What? Wo kommt der denn jetzt her? Oh. Achso, das ist die Welle. Okay, stimmt. Hier gab es ja noch so ein Ereignis, so ein Event. Das war auch ganz geil. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Ich warte mal, bis die Welle um ist. Oh! Ach wow, das ist ja nur da vorne. So, also die AK ist geil, die M1 Garand ist geil. Wir machen ein paar Waffen schon Spaß. Das Problem ist... Wir müssen alle Waffen irgendwie Spaß machen. Scheiße. Mann. Gott. Mein Aim ist gerade gar nicht da. Wie bin ich denn gerade geflogen? Warte. Oh! What the fuck, ey? Verlieren.
Und es braucht ganz schön viele Headshots, bis man stirbt. Oh! Oh! Erstmal ein bisschen farmen hier, ne? Verbündete Drohne über uns. System-Hack. Alle Exo-Anzüge sind ausgefallen. Was ist das? Was ist das? Ach, ich kann ja noch eine Exo-Fähigkeit machen. Stimmt ja. Ihr seht mich alle nicht. Ich bin unsichtbar. Ja. Lad nach! Oh. Hm. Toll. Ich spawne im Wasser. Super. Geil wäre es ja, wenn ich dadurch jetzt gestorben wäre oder so. What? Das war der letzte Kill? Alles klar. Ich muss mal mein Spiel leiser machen. Das ist das Problem, wenn ich mein Spiel zu laut habe. Dann, dann rede ich nicht sehr viel. Weil... Boah, den will ich eigentlich auch mal spielen, den Revolver. Der ist schon sick irgendwie. Ich liebe ja Revolver, ne? 27-17. Für die erste Runde. Gar nicht mal so übel. Das Spiel habe ich halt länger schon nicht gespielt als WW2. Verständlich. Und ich weiß jetzt auch warum. Weil die Lobbys teilweise echt leer sind. Man muss echt ein bisschen Glück haben bei den Lobbys. Ja, ja, wunderbar. Wir haben neue Objekte. Haben wir eine Vorratsieferung? Ja, haben wir. Wir haben Kopfgeldjäger, Helm bekommen. Warum? Ich weiß es nicht. Ist der dauerhaft? Ne, 30 Minuten nur. Ho! Ja, das habe ich auch mal damals nicht so gemocht. Comeback ist ganz geil. Warum kann ich auf zu... Ah, okay, gut, das geht auch. Ich möchte jetzt mal die Ball. Ich weiß ja, dass die Ball richtig geil ist. Bisschen zu geil teilweise. Ach, das ist eine Hauptwaffe. Ah, das ist eine Hauptwaffe. Okay, gut, dann werden wir mal die Haupt... Das ist eine Hauptwaffe? Okay. Interessant, wir nehmen mal Leichtgewicht. Wir nehmen mal blinde Überwacher. Und Zähigkeit. Exo-Fähigkeit, nehmen wir Exo-Übertakten. Und wir nehmen eine Semtex. Genau. Eine zweite Waffe nehmen wir die hier. Noch ein Revolver. Das ist eine Drohne, aber die Drohne kann man ja verbessern, ne? Tempo. Okay. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich werde jetzt mal die Klasse ausprobieren. Und welche Map kommt? Comeback, genau. Okay. Ja, was kann ich zu den Call of Duty sagen? Ich habe es damals halt sehr krass gesuchtet. Ich bin ja Prestige 2, was jetzt auch nicht wirklich hoch ist, aber ich habe die halt in den ersten Monat erspielt, das Prestige 2. Also da habe ich schon echt hart gespielt. Es hat mir auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Waffen waren halt immer so. Es gibt halt eine Waffe, die schießt so eine Luftdrucklaser. Und die fand ich halt immer scheiße zum Beispiel. Und wenn es Waffen gibt, die ich gar nicht gerne spiele. Gut, es gibt auch Sniper, die ich nicht gerne spiele. Aber da würde ich mich nochmal zu überreden, sage ich jetzt mal. Weil die Waffenart an sich gefällt mir nicht. Aber wenn ich jetzt... wenn ich jetzt eine Sniper habe, die zum Beispiel... Hier gibt es ja auch, glaube ich, eine Sniper, die übelst krank einfach aussieht. Das macht dann einfach keinen Spaß zu spielen. So, wisst ihr, wie ich meine? Okay, das hat einen Hit gegeben. Immerhin. Okay. Hm. Da war, dass es eine Hauptwaffe ist. Boah, ich kann gar nicht mit der Waffe umgehen irgendwie gerade so. Kann man klettern? Man kann klettern? Oh. Nee, ich kann damit gar nicht umgehen.
Gut, ich muss auch dazu sagen, alle die, die mich jetzt hier nicht kennen, ja, ich spiele ohne so einen komischen gemoddeten Controller. Also ohne irgendeinen Scuff oder so einen Scheiß, weil ich sowas absolut noobig finde. Sowas ist einfach nur... Ja, ich weiß nicht. Scheiße. Feindliche Drohne über uns. Gibt's doch gar nicht. Nein! Alter, was war das denn für ein... Was war das denn für ein Gunfight, Alter? Das war ja mal mega witzig. Ey, ich fand's... What the fuck? Das war gerade alles auf einmal. Exo wird neu gestartet plus Hostmigration. Da waren beide Hits getroffen, okay. Wie ist denn der Rückstoß eigentlich? Ach, die hat gar keinen Rückstoß. Ach so. Ich kann einfach rufballern, wie ich will. Wie ich lustig bin gerade. Kann das Geräusch auch mal bitte wieder weggehen? Jetzt habe ich mich nochmal gesehen, wie ich nochmal gestorben bin, oder was? Oh Mann. Nee, der Revolver, der gefällt mir nicht so sehr. Ich probiere mal den anderen nochmal aus. Der war eigentlich ganz geil immer. Ja, jetzt klettert der darüber. Okay, das war daneben. Aber jetzt, wieso ist er denn darüber geklettert? Was, nur ein Hitmarker? Alter, was ist... Okay, zwei Hitmarker, ja, natürlich. Ey, was sind denn das, für Revolver, Alter? Ich hab den doch wie oft getroffen? Zwei, dreimal? Ich weiß es nicht. Ja, okay, das war scheiße. Nee, also ganz ehrlich, der Revolver gefällt mir gar nicht. Und der hier hat auch nicht beim ersten Schuss gekillt. Was ist das denn? Oh shit. Mein Visier war nicht da. Jetzt habe ich die richtigen im Gegnerteam, ey. Super. Nein, ich wollte doch gerade schlagen. Ich wollte doch gerade boxen. Ich hab... Gott, was war das denn? Und wieder ein Hit. Natürlich. Ist klar. Alter, das ist ja... Das macht gerade absolut null Spaß, ey. Ich brauche mal mein Dings. Ah ja. Ach, wo kommt der denn her? Wo kam der denn jetzt her? Die sehen mich immer so, die sehen mich immer vor mir. Hä? Spring doch! Was war das denn? Der ist nicht über diese scheiß Dings gesprungen. Das kann's doch nicht sein, ey. Das kann's doch nicht sein. Der wollte nicht über die Bank springen. Och man, das ist doch scheiße. Immer dieses scheiß... Ach ja, Boxen gibt's ja auch. Ich vergesse immer, dass das Schlagen hier nicht Two-Hit ist, sondern One-Hit.
Alter, mit 23 Kills nur insgesamt. Wie viel habe ich denn gemacht? Ich habe 12 gemacht. Die anderen haben einfach mal alle nichts geschafft. Holy shit. Was eine Scheißrunde. Also, die Lobby ist ja mal richtig kacke. So, wer ist da alles mit dabei? Joboste, Mondsternchen, Borgo Burger. Alter, what the fuck. Da werde ich mal die Lobby wechseln. Darf ich auch raus hier? Ah ja. Wir öffnen mal die Kiste, komm. Elite! Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ist das hier doch? Das ist nicht euer Ernst, das... Ernsthaft? Die sieht zwar ganz geil aus von den Farben her, aber ich würde die niemals tragen, allein weil da Optik steht. Ich hasse diese Clan-Scheiße. Nee, sorry, ich finde das absolut scheiße, sowas. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Ich würde jetzt aber auch mal sagen, das war's dann doch jetzt mal, weil die Lobbys sind teilweise sehr leer. Ihr könnt natürlich jetzt mal gucken, ob wir noch eine Lobby finden, die nicht mit Mondsternchen, Borgo Burger und BSO ist SD da ist, ne? Oder wir können ja mal gucken, was so im klassischen Moshpit abgeht. Mal gucken, ob das jemand spielt. Weil da gibt es halt keinen Boost Jump und kein Boost Jump. Ja doch, kein Boost Jump. Sieht auch nicht so aus, als ob es da irgendwas gibt. Okay. Ja gut. Ja. Ich würde mal sagen, dann war's das. Jetzt mit Advanced Warfare. Ich werde das auch nie wieder spielen, glaube ich. Allein weil die Lobby halt... Die Lobby sind sowas von nicht vorhanden. Wir können uns aber nochmal ganz kurz die ganzen Maps nochmal angucken. Die war cool. Die ist, ne, okay. Die war auch, okay. Die war cool. Die war auch relativ in Ordnung. Die fand ich auch eigentlich cool, aber eher so, hä? Horizon fand ich scheiße. Die war cool, die war cool, die war cool, die war cool, die war cool. Die nicht. Und die ist auch noch ganz in Ordnung. So, was gibt's denn so für Bonuskarten? Darf ich mir die angucken? Ne, darf ich anscheinend nicht. Wie viel würden denn die DLC-Packs kosten? Nicht, dass ich jetzt welche möchte. Ich möchte nur mal wissen, wie viel die jetzt dafür noch verlangen. Ja, kann ich jetzt auch mal was auswählen? Ich hoffe wirklich inständig, dass Black Ops 4 nicht den Weg geht wie jedes andere COD ab Advanced Warfare mit den Lootboxen, sondern dass die wirklich sowas machen wie in Fortnite. Bitte. Bitte wie in Fortnite. Die Skins, dass man die sich angucken kann oder die Waffentarnungen, dass man sich die angucken kann und dann kaufen kann für 1, 2, 3 bis 5 Euro. Bitte. Es sei denn, die machen auch sowas wie hier für 20 Euro. Klappt ja bei Fortnite auch. Mach mal. Ja, das können die nicht verlangen. Das können die einfach nicht verlangen, glaube ich. Ey, darf ich mir jetzt nicht mal mehr die Bonus... Darf ich mir jetzt nicht mal die DLC-Packs mehr angucken, oder was? Was ist das denn für Bullshit, ey? Gut. Das war's jetzt aber auch komplett mit Advanced Warfare. Wir sehen uns im nächsten Moshpit. Dann kommt's Black Ops 3 Gameplay. Das wird noch ein bisschen mehr gespielt. Das kann ich auch gut nachvollziehen, warum. Und ja, mal schauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.